Ja, wir haben, du hast ja den Vortrag heute gemacht, den haben alle Seherinnen natürlich jetzt nicht mitbekommen, die dieses Video anschauen. Und was ist deine Grundthese zur Bildung? Soweit ich weiß, jedes Kind würde selbst all seine Potenziale entdecken. Ist das zu knapp zusammengefasst? Eigentlich ist das keine These, sondern eine Feststellung. Es ist auch keine Theorie, das, wovon ich zu berichten habe, ist keine Idee, keine Methode, die ich zu verkaufen hätte, oder eine These, die ich zu verteidigen hätte, oder eine Sache, zu welcher ich Leute gewinnen sollte. Oder so. Nein, das ist etwas, das passiert ist. Das ist zwar kein persönliches Verdienst, aber das könnte, nein, das könnte sowieso jedes Kind. Es ist für mich sehr merkwürdig, eine Ausnahme darzustellen in dieser Gesellschaft, obwohl das, was ich erlebt habe, das Natürlichste ist, was man überhaupt erleben kann. Jedes Kind unter ähnlichen Bedingungen würde was ganz Ähnliches erleben, erfahren. Und mein großes Anliegen, meine Bemühung ist es, das Vertrauen in das Kind wiederherzustellen. Diese ganze Gesellschaft hat überhaupt keine Spur von Vertrauen in das Kind. Und meine ganze Geschichte, meine ganze Arbeit ist es zu zeigen, wie viel Vertrauen wir in das Kind haben könnten. Und gerade in all diesen Bewegungen, die sich im Moment entwickeln, wo wirklich höhere Bewusstseinsebenen erreicht werden, scheint es mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, dass wir das ohne das Kind gar nicht machen können. Und für mich ist es sehr merkwürdig zu bemerken, dass die kühnsten Versuche, die heute gemacht werden, in Sachen Ökonomie oder in Sachen Essen oder in Sachen Ökologie und so weiter, die enden immer bei der Bildung. Die kühnsten Ökologen haben Angst davor, dem Kind zu vertrauen. Und deshalb habe ich diese Bewegung, die ich Ökologie des Lernens nenne, gegründet und jetzt auch eine neue Bewegung gegründet, die heißt Ökologie der Kindheit, weil diese Haltung, die wir der Erde gegenüber haben, die können wir dem Kind gegenüber haben. Und wenn wir das Kind ansehen, wenn wir nicht mehr das Kind belehren wollen, wenn wir nicht mehr das Kind irgendwie irgendwohin erziehen wollen, ziehen oder großziehen, als ob das Kind nicht groß würde, wenn man nicht dran ziehen würde, wenn wir stattdessen das Kind beobachten, einen Schritt zurückgehen, auszoomen und vom Kind ausgehen. Wenn wir auf die Seite des Spiegels gehen, und dafür gibt es ein paar Metaphern, die ich gerne erzähle, wie wir das könnten, wenn wir auf die Seite des Spiegels gehen und auf dieser Seite stehen, wo wir Vertrauen in das Kind haben, dann zeigt uns das Kind eine ganz neue Welt, die wir gar nicht erahnen können, und die eigentlich, und mit dieser Ökologie fängt diese ganze neue Haltung an, die wir heute so bitter notwendig haben. Vor allem für das Kind. Weil das, vor allem fürs Kind wäre das eine ganz neue Welt, weil es. Das wäre für uns alle eine neue Welt. Natürlich, wenn das Kind das Gefühl hätte, so wie ich bin, bin ich perfekt. Und das Kind kommt auf die Welt mit dem Bewusstsein, dass es alles kann, dass es unbegrenzte Potenziale und unbegrenzte Möglichkeiten hat. Das Kind weiß, ich bin so hundertprozentig fähig. Und dann bekommt es die Meldung von den anderen, so wie du bist, bist du nicht okay. Okay wärst du, wenn du so wärst, wie ich dich haben will. Das zerreißt das Kind zwischen dem Gefühl, ich bin perfekt, und dem Gefühl, ich bin unperfekt. Und niemand hält diesen Schmerzen lange aus. Das aktiviert im Gehirn der Kinder übrigens dieselben Netzwerke wie körperlicher Schmerz, wenn das Kind merkt, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Naja, und da muss man sich doch das vorstellen, wenn das Kind das Gefühl, also dieses Gefühl bekommt, dass er zerrissen wird zwischen seiner Meinung und der Meinung der anderen, dann hat es nur noch eine Möglichkeit, um nicht mehr zu leiden. Das ist wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und da es an der Meinung der anderen nichts verändern kann, an der eigenen aber sehr wohl, dann bringt das Kind die Meinung über sich selbst in Einklang mit der Meinung der anderen und meint auch, so wie ich bin ich nur Banause. Und wenn wir daran was ändern könnten, wenn jedes Kind das Gefühl hätte, so wie ich bin, werde ich wertgeschätzt und werde ich gesehen, dann wäre es für die ganze Gesellschaft eine Veränderung.
Eine komplette Veränderung. Denn wir wären alle in einer neuen Haltung dem Kind gegenüber. Und wie immer im Leben wäre das eine gegenseitige Bereicherung. Denn das Kind in uns wäre jedes Mal ernst genommen, hätte wieder einen Platz, hätte wieder eine Relevanz. Wir schaffen Räume für Jugendlichen und für Kinder und merken nicht, dass sie nicht architektonische Räume brauchen, dann wäre das für die ganze Gesellschaft eine Erneuerung. Ja. Vorher ist mal gesprochen worden über die Kritik, die du immer wieder mal bekommst, nämlich dass in deinem speziellen Fall du ja sehr günstige Bedingungen hattest und andere hätten die nicht. Also zum Beispiel, warum soll ein Kind Lust auf Lesen entwickeln, also das Lesen lernen wollen, wenn es vielleicht Eltern hat, die nur Fernsehen gucken? Warum sollte dieses Kind ein Eigeninteresse entwickeln zu lesen? Das Kind kommt auf die Welt als soziale Maschine und verbindet sich ständig mit anderen. Und in dieser Welt der größten Verschiedenartigkeit kann das Kind gar nicht lernen. So wie wir die Muttersprache gelernt haben, und zwar alleine. Sie wurde uns nicht beigebracht. Wir haben sie zu einem eigenen Zeitpunkt, in einem eigenen Rhythmus, nach einer eigenen Methodik gelernt, ohne dass sie uns beigebracht worden ist. Warum? Weil wir ja vernetzt leben mit den anderen. Und das geht ja nicht darum, das Kind zu isolieren und das Kind in der Familie zu lassen. Das wäre ganz übel, wo eben die Eltern vielleicht nur Fernsehen gucken. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass das Kind nicht getrennt wird von der ganzen Gesellschaft, von den ganzen Gemeinden, von den ganzen Gemeinschaften. Und das Kind, das kommt auf die Welt und sucht ständig den Kontakt zu anderen Menschen, zu verschiedenartigen Menschen. Und das jetzt zu der privilegierten Lage ist auch ein wichtiger Punkt. Das zu glauben, dass ich unter günstigen Bedingungen aufgewachsen bin, oder zu glauben, dass die Bedingungen gegeben waren. Zu glauben, na ja, klar, für dich ist es ja leicht gewesen, das zu erleben. Natürlich, alle Bedingungen waren gerade ideal. Das ist einfach nicht richtig. Das ist irgendwie die letzte Zuflucht, die man findet, aber das stimmt nicht. Denn das würde bedeuten, dass die Bedingungen im Vorfeld gestimmt haben. Dass meine Eltern um sich herum geguckt haben und gedacht haben, ja Mensch, wie toll, alle Bedingungen sind gerade ideal, alle idealen Umstände sind versammelt, also schicken wir die Kinder nicht in die Schule. So war es eben nicht. Und ich glaube, das ist eben der Schlüssel. Die Bedingungen waren nicht gegeben, die waren nicht ideal, die waren nicht günstig. Sie haben zuerst diese Entscheidung getroffen, weil ihnen die spontane Veranlagung des Kindes und das Vertrauen in das Kind das Wichtigste waren. Und dann haben sie diese Bedingungen, die das ermöglicht haben, alltäglich erfunden. Und die Bedingungen erfinden, die das ermöglichen, was uns wirklich am Herzen liegt, dazu sind wir alle fähig, zu jedem Zeitpunkt auch immer. Und das ist kein Privileg. Und ich erzähle von Dingen, von spontanen Veranlagungen, das wäre viel zu lange hier davon zu erzählen, aber ich erzähle von unserer Veranlagung zum Spielen, von unserer Veranlagung zur Begeisterung, von unserer Veranlagung in Verbundenheit zu leben mit anderen Lebewesen und so weiter. All diese spontanen Veranlagungen haben wir in uns. Mit all diesen Potenzialen kommen wir alle ausnahmslos auf die Welt. Und das, was alle in sich tragen, kann unmöglich ein Privileg sein. Das heißt, der Weg ist relativ einfach, wenn ich dich jetzt zusammenfassen darf auf ein knappes Statement. Wir müssen dem Kind wieder vertrauen, damit auch dem Kind in uns, und müssen es einfach laufen lassen als Gemeinschaft. Also das ganze Dorf erzieht eigentlich die Kinder. Oder nicht erziehen, sondern das ganze Dorf gibt den Kindern die Möglichkeit, sich zu entfalten. Ja, das ganze Dorf gibt dem Kind grünes Licht. So wie du bist, bist du gesehen, wertgeschätzt, so wie du bist du okay, so wie du bist du optimal. Und wenn das Kind dieses Gefühl vom Dorf bekommt, dann verändert das ganze Leben im Dorf. Das ist klar. Das beobachte ich bei Antonin, bei meinem Sohn. Das ist einer, der verbindet sich ständig mit Menschen, unbeachtet ihres Alters, unbeachtet ihrer Hautfarbe. Denn all diese Dinge kennt er nicht. Er kennt auch keine Hierarchien zwischen den Berufen. Und er verbindet sich mit dem Müllmann. Und er ist extrem befreundet mit denen und sie mit ihm. Denn zum ersten Mal gibt es einen kleinen Menschen, der sie anschaut, der sie wahrnimmt und der sie nicht urteilt, der keine Hierarchie kennt und nicht
sie nicht für irgendwie niedrige Berufe hält. Das heißt, er kennt keine Hierarchien, er bewundert sie. Und dass ein kleiner Mensch den Müllmann bewundert, tut dem Müllmann sehr gut und dem Kind auch. Und das ist eine gegenseitige Bereicherung. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Antonin liebt Pizza. Und der hat eine besondere Verbundenheit oder Beziehung entwickelt mit dem Pizzabäcker der Pizzeria, in die wir immer wieder gehen. Und das erste Mal ist er da gestanden, hat zugeschaut, er liebt Pizza, aber wie eine Pizza gemacht wird, hatte er noch nie gesehen. Und er ist da am Fenster gestanden, hat das angeschaut und dann ist der Pizzaiolo, der Pizzabäcker, zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, wollte ihm in seinem schlechten Französisch Ratschläge geben, hat ihm gesagt, Pizza, Küche, nix gut, du was Gutes lernen. Anders gesagt, er hatte schon seine Meinung, er hat nicht viel von sich gehalten und nicht viel von seinem Beruf. Er hatte eben die Meinung der anderen im Einklang irgendwie mit seiner irgendwie liegen. Und Antonin hat das nicht gehört, weil er so begeistert war, weil er gleich so voller Bewunderung war. Und stell dir vor, aus einer Kugelteig entsteht eine Pizza. Boah! Und ich sage immer, das Kind ist wie der kleine Befruchter, ist wie, geht durch die schwarz-weiße Stadt und hinterlässt eine bunte Spur im Dorf oder in der Stadt oder beim Pizzabäcker, der plötzlich geht nicht sein Schwarz-Weiß, gibt nicht auf das Kind rüber, sondern er springt der Funk vom Kind rüber und der Pizzaiolo, ohne es wirklich zu merken, jobbt plötzlich nicht mehr, sondern ist ein Künstler. Er lässt den Teig einmal drehen und knallt den Teig auf den Schieber und es kommt ganz viel Mehl heraus. Und dann holt er die Soße und eine ganze Choreografie macht er, um Antonin zu zeigen, wie eine Pizza entsteht. Und Antonin platzt vor Freude und da fliegen die Funken in dieser Küche zwischen den beiden die ganze Zeit. Und das ist eine enorme Bereicherung für Antonin. Ab jetzt ist er seit einem Jahr steht er jeden Abend eine halbe Stunde vor diesem Fenster und guckt sich den Pizzabäcker an. Und jetzt ist es eine enorme Bereicherung für Antonin. Er weiß jetzt, wie eine Pizza gemacht wird, gebacken wird. Er erkennt, er ist ein Spezialist geworden. Ihm wirst du nie beibringen müssen, wie eine Pizza gemacht wird. Enorme Bereicherung für Antonin, aber auch für den Pizzabäcker. Eine enorme Bereicherung. Antonin war der Befruchter. Das war eine gegenseitige Bereicherung. Das war eine Verbundenheit. Und die Geschichte geht kurz noch weiter. Wir kennen den Pizzeria-Besitzer inzwischen ganz gut. Und ich habe diese kleine Geschichte in meinem letzten Buch beschrieben. Und ich habe dieses Buch diesem Mann gebracht und ihm gesagt, du kannst zwar kein Deutsch, ich habe das direkt auf Deutsch geschrieben, aber ich wollte dir das Buch unbedingt schenken, weil ich darin von euch berichte. Und dann fragt er mich, ja, was berichtest du denn über uns? Dann sage ich, ja, über die Beziehung zwischen Antonin und deinem Pizzabäcker. Dann sagt er mir, oh ja, das stimmt. Du, ich muss dir was sagen. Seitdem Antonin ihm jeden Tag zuschaut, ist mein Pizzaiolo ein umgekehrter Mensch. Ich erkenne ihn nicht wieder. Er kommt sogar mit Freude zur Arbeit. Deshalb meine ich, dass wenn wir Kinder wieder im Umlauf hätten, wenn wir Kinder wieder in ihrer Umwelt, in unserer Umwelt hätten, wenn Kinder wieder einen Platz hätten, wenn wir diese Hierarchie zwischen den Altersstufen abschaffen würden, wenn wir mit Kindern auf gleichen Augenhöhe wären, wenn Kinder ein ganz natürlicher Teil unserer Welt wären, dann müssten wir sie nicht wieder in die Gesellschaft einspeisen und kindgerechte Dinge entwickeln, sie wären Teil unserer Gesellschaft, so wie sie eigentlich auf die Welt kommen, dann, glaube ich, wäre es eine Veränderung für die ganze Gesellschaft. Dann wäre es für uns alle eine Veränderung. Dazu braucht es tatsächlich ein Dorf, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, Menschen, die zusammenkommen und Bemühungen, die zusammenkommen. Das ist meine Hoffnung.